zum sensationellen Preis von nicht zwei, nicht drei, überzeugt euch vier, selbst von diesem verlogenen Geschwätz, dass die hohen geistlichen Herren euch seit ewigen Zeiten Glauben machen wollen. Verlogenes Geschwätz! Sämtliche Dämonen der Hölle werden euch dafür verfolgen. Wenn ich das schon höre, Dämonen, Hölle. Es würde bei Gott allerhöchste Zeit, dass jemand kommt und diesem Treiben einen Einhalt gebietet. Oh, ich ahne, von wem eure schändliche Zunge spricht. Ja, Martin Luther wird die Kirche und den Glauben revolutionieren. Oh Herr, sie weiß ja nicht, was sie da sagt. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Was ist denn mit euch los? Ist euch nicht wohl? Ja, ja, so könnte man das sagen. Seid ihr für jemanden auf der Flucht? Ja. Ist der Leibhaftige hinter euch her? Einer? Oh, bitte, damit macht man keine Scherze. Oh, bitte, damit macht man keine Scherze. Helle, Fegefeuer. Ich muss doch sehr bitten. Kann man euch irgendwie helfen? Oh, gute, werte Frau, ich glaube, nein. Oh, ich ahne es. Ich ahne es. Man sieht es doch gleich. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Ich habe sie abgehängt. Oh, werte, gute Frau. Es ist so schlimm, mein lieber Schöpfer. Ich kann es nicht beichten, nein. Es ist so schlimm, ja. Ja, vor Jesus Christus, ja. Oh mein Gott, ich sehe es gleich. Diese fahle Gesichtsfarbe. Das hat sie nur schon wieder. Die tränenden Augen. Die weiße Nasenspitze. Diese feuchten Hände. Der Angstschweiß auf der Stirn. So eine beharrlich bebende Brust. Ein erregter Herzschlag. Es liegt auf der Hand. Ihr seid ein Sünder. Nein, wie hat sie das nur herausbekommen? Ja, ihr habt recht. Ich bin ein elender Sünder. Oh, aber guter Herr, es ist so, wenn ihr von ganzem Herzen und aufrichtig bereut, dann wird Gott euch vergeben. Fängt sie schon wieder damit an. Nur wer für seine Sünden bezahlt, kann sich vor der ewigen Verdammnis retten. Ach, was? Hört nicht auf sie. Jetzt erzählt, was bedrückt euch denn? Also gut, was habe ich zu verlieren? Ihr müsst mir glauben, ich bin ein ehrenwerter Mann, ja? Ich würde niemals irgendjemand Schaden zufügen wollen. Aber es ist nun mal so, dass es seit langer Zeit in meiner Ehe nicht mehr zum Besten steht. Ich bin meiner Marie immer noch sehr zugetan, ja? Ich liebe sie. Aber kurz nach der Trauung hat sie sich als sehr zänkisch und streitsüchtig erwiesen. Der Streit ist ein beständiger Gast an unserer Tafel. Ich versuche sie immer zu besänftigen, ihr Geschenke zu machen, ja? Aber es hilft alles nichts. Es wurde immer schlimmer. Und da, eines Tages, habe ich da dieses junge Ding getroffen, namens Rose. Wir verstanden uns auf Anhieb. Ja, und wir verliebten uns ineinander. Ja, und gestern gesteht mir Rose, dass sie ein Kindlein unter dem Herzen trägt. Und verlangt von mir, dass ich meine Marie verlasse. Oh, die ganze Nacht lag ich schlaflos neben Marie. Wie sollte ich ihr das beichten? Oh, heute Morgen nahm ich mir ein Herz. Und gerade als ich ihr sagen will, was passiert ist, beichtet mir Marie, dass auch sie schwanger sei. Oh. Ja, seid fruchtbar und mehret euch. Wie bitte? Wie bitte? Na, Rose. Rose muss der Teufel geritten haben. Heute ist sie zu meiner Marie gegangen und hat ihr gesagt, dass sie von mir schwanger sei und dass sie mich zum Manne will. Und jetzt jagen mich die beiden die ganze Zeit durch die Gegend. Oh, ich bin fix und fertig, fix und fertig. Wie kann ich das nur vor Gott, meinem Herrn, verantworten? Diese Sünde wird euch teuer zu stehen. Oh. Ihr behauptet also, dass es mit der Bezahlung seiner Sünde getan wäre? Aber natürlich. Der erste Schritt in Richtung Himmel. Oh, helft mir. Sagt, was muss ich euch geben? Was bin ich euch schuldig? Nun,
Dann muss ich erst mal in meiner Liste nachsehen. Wenn ich schon nicht auf Erden glücklich werden kann, so soll wenigstens meine Seele ins Paradies eingehen. Haben wir es den Moment, da wäre Beleidigung, Bestechung, Diebstahl, Neid, Fahrraddiebstahl, Suizid, Mord, Hexerei, Lug und Trug, Plagiatsdelikte, Opiumabhängigkeit. Oh, euch schickt der Himmel, ich bin wirklich froh, euch getroffen zu haben. Ah, da ist es. Ja. Ehebruch. Das macht dann zuzüglich Kirchensteuer. Ja, ja. 100 Schillinge. 100 Schillinge. 100 Schillinge? Aber das ist ja ein halber Jahresverdienst von mir. Das kann ich mir nicht leisten. Oh, ich bin verloren. Tja, wenn das so ist, das gebe ich. So werdet ihr im Fegefeuer darben und eure Seele wird auf Erden herumirren. Oh, da hört ihr es, da hört ihr. Ich werde mein Lebtag nicht mehr froh werden. Oh, und auch nach meinem Tode werde ich als böser Geist umherirren. Es reicht mir mit euch! Guter Herr, Martin Luther sagt, dass Verstorbene im Fegefeuer ihr Verhältnis zu Gott gar nicht mehr ändern können. Aber wenn ihr hier auf Erden aufrichtig und von ganzem Herzen bereut, dann wird Gott euch vergeben. Ach was, Leute, ihr wisst das wirklich besser. Ha, ihr wisst doch nur, was euch die Pfaffen seit Generationen gepredigt haben. Hier, kommt. Lest die Bibel in der deutschen Übersetzung und überzeugt euch selbst, wie man euch seit Generationen belogen hat. Die heilige Schrift. Ah, davon hörte ich. Das ist doch die Übersetzung von diesem Doktor, diesem Luther, Martin Luther. Ja, 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 genau. Hat er nicht auch diese 95 Thesen erstellt? Ja, und ich sage euch, Martin Luther hat recht. Ihr seid ja narrisch. Genau wie dieser Doktor Martin Luther. Dieser Martin Luther ist ein Hexer, ein Ketzer. Wir wollen euch alle verhexen. Genau wie diese verkommene Seele. Ah, ich hörte davon, ich hörte davon. Meine Nachbarin hat mir davon erzählt, ein süßes Ding. Ja, sie sagt, dass man durch Kauf der Ablassbriefe gar keine Nächstenliebe ausübt, sondern nur durch wirkliche Werke der Nächstenliebe, wie Unterstützung von Armen oder Hilfsbedürftigen. Seht ihr es, Leute, es geht ja schon los. Martin Luther verhext euch alle. Nehmt euch in Acht, sonst verhext euch auch noch. Und außerdem, die Kirche ist arm. Und hilfsbedürftig. Wie kann das sein? Ja, genau. Weil durch den Erlös von Ablassbriefen und den ganzen Spenden kann die Kirche doch gar nicht arm sein. Eben. Warum baut der reiche Papst nicht wenigstens den Petersdom von seinem eigenen Geld? Selbst der heilige Vater ist dir nicht heilig. Die Kirche ist arm. Wovon soll der heilige Vater das denn bezahlen? Och, der arme Mann. Ja, wovon soll denn das arme kleine Päpstlein das nur bezahlen? Werdet ihr wohl aufhören, den heiligen Vater zu verunglimpfen? Ja, wo ist denn das dumme Geld der Kirche? Werdet ihr wohl still sein? Ja. So wieder alles in den heiligen Messwein investiert, was? Es reicht. Nehmt das. Aua. Und das. Aua. Und das. Aber meine Damen. Das. Aua. Meine Damen, das. Gewalt ist doch keine Lösung. Das ist sicher nicht im Sinne Gottes. Meine Damen. Oh, 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 oh. Oh. So viele schöne Sternelein. Ist denn schon wieder Zeit fürs Abendgebet? Du heilige Scheiße! Pardon. Ist er etwa? Ich weiß nicht. Ist vielleicht ein Arzt anwesend? Ja. Oh. Um Himmels Willen, er hat ja keinen Puls mehr. Oh, dann ist er. Ich fürchte ja. Das wart ihr. Ich ja? Ihr habt ihm doch die Bibel am Kopf gekloppt. Ja. Aber ihr habt sie mir doch aus der Hand gerissen.
Ja, das wüsste ich ja. Thesentrottel, Rosenkranzbeterin, Bibelforscherin, Ablass-Heidi, Teufelsanbeterin, Weihrauchfetischistin. Aber meine Damen. Halt du dich da raus. Ja. Wisst ihr was? Was? Das klären wir im Wirtshaus. Gute Idee. Aber ihr bezahlt. Warum denn nicht? Na, ihr habt doch die ganzen Ablasseinnahmen. Stimmt. Na los. Heute Nacht einen wunderbaren Traum. Ach was? Ich war bei Martin Luther und dem Papst zur Teestunde eingeladen. Aha. Und alle Berliner wurden zwangsprotestantuiert. Nein! Ja. Das gefällt mir, darauf gebe ich einen aus. Komm! Die Kirche ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Was mache ich denn jetzt? Hat einer von Ihnen eine Idee? Hinterher, das ist eine gute Idee. Moment, ich trinke auch mit.